Hallo, ich bin Dr. Jessica Brandt und ich arbeite als Ärztin in der Dermatologie. Heute habe ich ein neues Video für euch mitgebracht, und zwar ein Video über Nagelpilz bzw. Nagelveränderungen generell. Das ist ein Thema, was sehr viele Patienten betrifft, und es ist auch ein Thema, was den Leuten oft unangenehm ist, wo man nicht so gerne drüber spricht, weil es einfach so ist, dass schöne und gesunde Nägel als ein Zeichen für Gepflegtheit gelten. Kommt es dann aber dazu, dass die Nägel brüchig werden, dass sich vielleicht Rillen bilden, sie sich gelblich oder weißlich verfärben, verdicken oder einfach langsamer wachsen, spricht man von Nagelveränderungen. Was führt zu solchen Nagelveränderungen? Das sind zum einen die sogenannten Nagelwachstumsstörungen. Die können beispielsweise traumatisch bedingt sein. Das heißt, ursprünglich hat an dem Nagel eine Verletzung stattgefunden und das beeinträchtigt dann das Wachstum des Nagels. Es kann aber auch sein, dass das druckbedingt stattfindet. Das sieht man häufig bei Leuten, die zu enges Schuhwerk tragen oder auch bei Sportlern, die enge, drückende Schuhe tragen. Aber es kann auch durch Mängel entstehen. Dazu werde ich später noch mal mehr sagen. Zum anderen ist das das große Thema Nagelpilz und es gibt auch Hauterkrankungen, beispielsweise die Schuppenflechte, die ebenfalls zu Nagelveränderungen führen können. In diesem Video soll es um die beiden ersten Formen gehen, das heißt zum einen das große Thema Nagelpilz, zum anderen Nagelwachstumsstörungen und eben Nagelveränderungen, die nicht durch Infektionen bedingt sind, die sogenannte Onychodystrophie. Was solltet ihr jetzt also tun, wenn ihr merkt, dass ihr selbst Nagelveränderungen an Händen oder Füßen bekommt? Es ist ganz wichtig, einen Arzt aufzusuchen, denn das Thema ist nicht zur Selbstdiagnose geeignet. Da sollte unbedingt ein Fachmann drauf schauen. Und ich muss sagen, selbst für uns Ärzte ist es manchmal schwierig, rein am klinischen Bild zu unterscheiden, handelt es sich um einen Nagelpilz oder beispielsweise um eine druckbedingte Nagelveränderung. Als erstes erfolgt bei dem niedergelassenen Hautarzt oder der Hautärztin ein ausführliches Gespräch. Hier drin wird eruiert, ob es irgendeine Ursache gibt, die diese Nagelveränderung erklären könnte. Ob zum Beispiel es in der Vergangenheit zu einem Trauma gekommen ist, das heißt eine Verletzung an den Zehen oder Zehennägeln stattgefunden hat, oder ob der Patient eng sitzendes Schuhwerk trägt, in Form von Arbeitsschuhen, Sportschuhen oder generell eng sitzenden Schuhen. Im zweiten Schritt schaut sich der Arzt dann eure Füße und die Fußnägel bzw. auch die Fingernägel genau an. Bei den Füßen muss man immer schauen, ob eventuell eine Fußfehlstellung die Ursache für Nagelveränderungen sein könnte. Denn oftmals kommt es dadurch, dass die Füße nicht in der richtigen Position sind, zu einer Umverteilung des Drucks und somit beim Gehen und aber auch insbesondere beim Sportmachen zu einer erhöhten Druckbelastung auf den Zehennägeln. Dann schaut man sich natürlich auch genau die Nägel selbst an. Dazu kann man auch so ein sogenanntes Dermatoskop zur Hilfe nehmen, um eben die Nagelstruktur besser beurteilen zu können. Und wie bereits gesagt, ist es selbst für uns Ärzte manchmal nicht möglich, anhand der Klinik zu unterscheiden, ob es sich jetzt um eine Infektion mit einem Nagelpilz oder um eine andere Nagelveränderung handelt. Und in diesem Fall ist es unbedingt notwendig, eine weiterführende Diagnostik zu machen. Man kann einmal Blut abnehmen bei dem Patienten, weil auch bestimmte Mangelerscheinungen zu Nagelwachstumsstörungen und Nagelveränderungen führen können. Beispielsweise ist das ein Eisen-, Zink- oder Vitamin-D-Mangel. Zum anderen kann man eine Nagelprobe entnehmen. Das heißt, man schneidet ein Stück des Nagels ab und schickt diesen in ein histopathologisches Labor. In dem kann dann der Pathologe genau unter dem Mikroskop untersuchen, ob sogenannte Pilzsporen zu sehen sind und dann entscheiden, ob es sich um einen Nagelpilz handelt oder eben nicht. Oftmals ist es so, dass die Patienten zu mir in die Praxis kommen und mir dann berichten, dass sie ihre Nägel schon Wochen oder sogar Monate lang vorbehandelt haben mit einem Nagellack. Das kann insofern ein Problem sein, dass wenn wir dann eine Nagelprobe nehmen, um diese einzuschicken, der Pathologe das nicht mehr eindeutig beurteilen kann. Das heißt, er sitzt dann dort in seinem Labor vor seinem Mikroskop und schaut nach, kann aber keine Pilzsporen erkennen. Und das hat dann die Ursache, dass eben durch den Lack die oberflächlichen Pilzsporen schon behandelt worden sind und man so keine eindeutige Diagnose stellen kann. Deswegen mein Appell an euch, wenn ihr jetzt Nagelveränderungen bei euch selbst beobachtet,
Geht doch bitte immer erst zu eurem Hautarzt oder eurer Hautärztin, lasst euch einmal untersuchen und die Diagnostik machen und dann kann man eben genau sehen, was ist das Problem und wie kann man es zielgerichtet am besten behandeln. Was kann man nun therapeutisch tun, um die Nagelveränderungen in den Griff zu bekommen? Da muss man jetzt eben erstmal unterscheiden, um was handelt es sich. Handelt es sich um die genannte Onychodystrophie, das heißt Nagelveränderungen in Form von Nagelwachstumsstörungen, oder handelt es sich um die Onychomykose, das wäre dann der Nagelpilz. Handelt es sich um die sogenannte Onychodystrophie, dann muss man natürlich gucken, wo der Hund begraben liegt. Wenn das jetzt ein Mangel ist, macht es natürlich Sinn, die entsprechenden Elemente zu substituieren, also zuzuführen in Form von Eisen oder Vitamin D oder Zinktabletten. Ist die Ursache eine Fußfehlstellung, empfehlen sich auf jeden Fall Einlagen, denn hierdurch kann man die Fußfehlstellung beheben und somit diese Druckverteilung, von der ich eben gesprochen habe, wieder ins Gleichgewicht bringen. Was ihr machen könnt, um das Wachstum zu fördern und auch die Struktur der Nägel zu verbessern, ist eine sogenannte Schleif- und Schmirgelbehandlung der Nägel. Diese führen medizinische Fußpflegen oder auch medizinische Kosmetikstudios durch. Außerdem gibt es verschiedene Varianten an Nagellack, die das Wachstum der Nägel fördern und die Nagelstruktur glätten sollen. Handelt es sich nun aber um eine Onychomykose, das heißt um einen Nagelpilz selbst, dann muss natürlich eine Therapie gegen den Pilz stattfinden. Hierbei muss man unbedingt unterscheiden, wie viel des Nagels betroffen ist. Es gibt Patienten, bei denen ist nur der distale Teil, wie wir Mediziner das bezeichnen, das heißt der Teil, der vom Körper weg ist, befallen. Und es gibt Patienten, da sind wirklich die kompletten Nägel verdickt, gelblich, krümelig, wo dann wirklich alles betroffen ist. Hierbei muss ich kurz ausholen und erzählen, wie der Nagel generell aufgebaut ist. Denn man kann sich das so vorstellen, dass der Nagel ja nicht nur aus dem Teil besteht, den wir sehen, sondern dass der quasi unter der Haut seinen Ursprung hat. Und wenn der komplette Nagel vom Nagelpilz betroffen ist, ist natürlich auch der Teil betroffen, der unter der Haut sitzt. Das ist ganz wichtig zu wissen, um die entsprechende Therapie festzulegen. Denn wenn jetzt nur bestimmte Teile des Nagels betroffen sind, dann kann man sehr gut mit Nagellack arbeiten, den man eben je nach Präparat entweder einmal pro Woche oder jeden Tag aufträgt. Oder es gibt auch Salben bzw. solche Nagelsets, die arbeiten so, dass sie erst den Teil des Nagels, der betroffen ist, ablösen und man dann in einem zweiten Schritt eben mit einer zweiten Salbe auch die tieferen Schichten des Nagels behandeln kann. Wie gesagt, diese Therapien sind dafür geeignet, wenn die Nägel nur teilweise betroffen sind. Wenn es jetzt aber so ist, dass der Nagel wirklich komplett betroffen ist, dann kommt man meistens nicht um eine systemische Therapie vorbei, das heißt eine Therapie mit Tabletten. Denn dann ist es natürlich so, wenn man fleißig pinselt, erreicht man trotzdem nicht diesen Teil, der unter der Haut sitzt. Das heißt, man kann so viel pinseln, wie man möchte, der Nagel wird immer wieder krank nachwachsen. Und da gibt es eben Tabletten, die dann von innen heraus den Pilz bekämpfen und somit dann der Nagel gesund nachwächst. Je nach Präparat ist das auch etwas unterschiedlich. Euer Hautarzt oder die Hautärztin vor Ort wird euch das dann nochmal genau erklären. Oftmals ist es so, dass diese Tabletten einmal pro Woche einzunehmen sind. Unter dieser Therapie gibt es einige wichtige Dinge zu beachten. Da möchte ich persönlich jetzt aber gar nicht zu tief ins Detail gehen. Das wird dann euer Hautarzt oder eure Hautärztin vor Ort mit euch genau im Detail besprechen. Wichtig zu wissen ist aber, dass diese Tabletten wirklich dauerhaft und konsequent eingenommen werden müssen, solange bis der Nagel komplett gesund wieder herausgewachsen ist. Das kann unter Umständen auch etwas länger dauern, je nachdem welcher Nagel betroffen ist. Könnt ihr euch sicher vorstellen, wenn jetzt der große Zehennagel betroffen ist, dann dauert es einfach viel länger, bis der Pilz rausgewachsen ist, wie bei einem kleinen Zehennagel. Außerdem kann es durch den Nagelpilzbefall sein, dass die Nägel insgesamt langsamer wachsen und man eben auch dadurch etwas Geduld braucht. Nun noch einmal zusammenfassend, welche Formen von Nagelveränderungen gibt es und was kann man dagegen tun? Zum einen gibt es natürlich den Nagelpilz, die sogenannte Onychomykose. Hierbei ist dann eine antimykotische Therapie angezeigt, das heißt eine Therapie, die sich gezielt gegen den Pilz richtet.
Zum anderen gibt es die sogenannte Ornithodystrophie, das heißt eine Nagelformveränderung mit anderen Hintergründen, und hierbei schaut man dann eben individuell, was ist die Ursache dafür und wie kann man die am besten bekämpfen. Am Ende möchte ich nochmal sagen, dass Nagelveränderungen ein Thema sind, was auf jeden Fall medizinisch untersucht werden sollte. Selbstdiagnosen sind in diesem Feld ganz schwierig und man sollte sich dann wirklich lieber bei seinem Arzt vor Ort einmal vorstellen, ein Gespräch mit diesem führen und eben auch die entsprechende Diagnostik machen, um eine zielgerichtete Therapie zu bekommen. So, ich hoffe, das Video hat euch einen groben Überblick über die verschiedenen Formen von Nagelveränderungen gegeben und es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, da würde ich mich super drüber freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal, alles Gute und tschüss!